Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Heute stelle ich euch die Anime-Serie Shimoneta, A Boring World Where the Concept of Dirty Jokes Doesn't Exist vor. Und man kann es schon am Cover ein bisschen erkennen, man weiß, worum es im Grunde geht. Jedenfalls ist die Serie ab 16 Jahren freigegeben. Der FSK 16 Aufkleber ist hier draufgeklebt. Man kriegt den also locker ab, wenn man da ein bisschen mit einem Föhn arbeitet. Sollte alles kein Problem sein, um die Packung nicht zu beschädigen. Ihr seht hier die Blu-ray-Version. Der Anime ist von Publisher Kaze Anime. So sieht die Packung von der linken Seite aus. Also hier nochmal der große Schriftzug des Titels. Hier nochmal die Angabe vom Publisher und dass es sich hierbei um die Blu-ray-Version handelt. Und so sieht die Packung von hinten aus. Also ihr seht, das ist hier alles draufgeklebt. Darunter ist nochmal ein anderes Artwork. Aber ich glaube nicht, dass sich das so groß von dem vorherigen unterscheidet. Wenn euch die Handlung interessiert, ich halte euch gern mal den Text in die Kamera. Könnt ihr sehr, sehr gerne durchlesen. Zu den technischen Spezifikationen lässt sich sagen, dass der Anime sowohl auf Deutsch als auch Japanisch auf den Blu-rays vorliegt. Die deutschen Untertitel gibt es halt bei der japanischen Version zwangsweise vorgesetzt. Tonformat des DTS HD, Master Audio 2.0 und das Format 1080p. Und es sind jeweils drei Episoden auf einer der vier Blu-rays enthalten. Und die Serie wurde eben in vier Volumes veröffentlicht. Und die erste Volume eben in auch in einer limitierten Fassung mit dem Schuber. Und der ist für Kaze-Anime-Verhältnisse auch wieder sehr, sehr stabil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jedenfalls, so sehen die vier Volumes eben aus. Ich werde die euch jetzt mal im Schnelldurchgang zeigen. Also der Text sollte im Grunde derselbe sein, der auch auf der Packung, also auf dem Schuber angegeben ist. Und in jeder Version findet ihr im Grunde nicht wirklich viel. Also man hat hier jetzt zum Beispiel nicht an ein Booklet gedacht. Hier hat man jetzt einfach ein bisschen Werbematerial beigelegt. Ist zwar auch sehr nett zum Durchschauen und vor allem Psycho-Pass. Guckt euch Psycho-Pass unbedingt an. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich im Grunde nur eine nette Sammlung für die vier Blu-ray-Fassung. Aber worum geht es eigentlich in dieser Anime-Serie? Also es geht um den Oberschüler Tano Kichi, der, sag ich mal, in einer Welt oder in einem Japan lebt, in dem der moralische Verfall so hoch gewesen ist, dass man ja das Volk, sag ich mal, totalitärer staatmäßig unter Beobachtung gestellt hat und dass die dann, sag ich mal, unzügliche Gedanken und Taten eben nicht ausführen durften. Das wurde halt auch überwacht. Also man kann jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, hier gibt es zum Beispiel so ein Halsband, was dann alles überwacht und so weiter. Und jedenfalls erlebt in so einer Welt. Und dann gibt es eben Ayame, die hat die Möglichkeit, mit ihrem Handy jeden Tag, ich glaube, so es waren so 5 bis 10 Minuten, davon zu entkommen. Da durfte sie dreckige Sachen sagen, sowas wie Penis, was ja ganz schlimm ist. Und sie ist halt, sag ich mal, der Kopf von einer Organisation, die etwas daran ändern will. Und dadurch zwingt sie eben Tanukichi, weil sie ein Geheimnis über ihn kennt, dazu bei dieser Organisation mitzumachen. Und dadurch kommt das Ganze so ein bisschen ins Laufen. Leider führt diese Anime-Serie im Grunde ins Nichts. Also die Handlung, die ist zwar sehr nett, sie ist auch halbwegs abgeschlossen, aber man weiß halt am Ende, okay, da geht es noch weiter und ich weiß gerade gar nicht, ob noch eine zweite Staffel davon geplant ist. Ich fände es auf jeden Fall sehr nett. Ich fand den Anime jetzt, sage ich mal, nicht so umwerfend. Er hat mich jetzt halt auch nicht dermaßen geflechtet, dass ich sagen will, oh Gott, da muss ich jetzt mehr von sehen. Aber er war auf jeden Fall doch recht angenehm zu schauen, weil die Charaktere waren auch nett, die Gags waren gut. Nur man hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, aber das sieht ja am Endeffekt wieder jeder anders. Ich bin da auch manchmal ein bisschen pingelig und ich denke mal, die Serie wird schon ihre Fans haben und falls ihr ein Fan von dieser Anime-Serie seid, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie euch Shimoneta, A Boring World Where the Concept of Dirty Jokes Doesn't Exist gefallen hat. Würde mich mal interessieren, vielleicht sehe ich das ja irgendwie ganz anders, dass die Serie total klasse ist und ich habe das irgendwie falsch verstanden. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, mit euch darüber zu diskutieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!